Hi, dass es so viele unterschiedliche Schaltungen gibt, hätte ich am Anfang auch nicht gedacht, wo ich mit YouTube anfing. Erstmal war klar, die Ausschaltung, Wechselschaltung, Kreuzschaltung, Serienschaltung, eben die Hauptdinger, die man auch in jedem Tabellenbuch findet. Und dann kamen irgendwie Kombinationsvarianten dazu. Jetzt durch den Hausbau von meinem Schwager und meiner Schwester auch noch andere Konstellationen, mit denen man nicht gerechnet hatte. Und da merke ich selber, als Elektriker findet man irgendwie für alles eine Lösung. Da kommt ja beispielsweise jetzt eine mit der Doppelwechselschaltung und einer Kreuzschaltung integriert, wo auch ein Video kommen wird. Das nenne ich dann die Doppelwechselkreuzschaltung. Genau, habe ich schon einen Titel mir ausgedacht. Und ein Typ hat jetzt in die Kommentare geschrieben, dass er nicht weiß, wie ich das lösen werde, die Kreuzschaltung mit einem Dimmer zu machen. Da hat er geschrieben, weil ich eben gesagt habe, an der einen Seite ein Dimmer, wo der Lampendraht drin ist. Dann 5-Wattricht zum Kreuzschalter und 5-Wattricht zum Wechselschalter, wo eben auch die Zuleitung im Wechselschalter drin ist. Ja, funktioniert, denke ich mal. Wir probieren das jetzt aus. Und man wird auf jeden Fall in jedem Schalter noch die Möglichkeit haben, darunter eine Steckdose hinzumachen, weil man sich von der Zuleitung die braune Phase eben rüberbrücken kann. So, hier habe ich jetzt zum einen einen normalen Wechselschalter, welcher an den ersten Schalter reinkommt, wo die Zuleitung hinkommt, jetzt nicht vom Wohnzimmer, auch nicht vom Esszimmer. Für die Lampenbeleuchtung in dem Fall sehe ich eine extra Zuleitung für die drei Lampenkreise, aber das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall haben wir hier die Zuleitung drin und dann hier die korrespondierenden. Geht dann hier zum Kreuzschalter, wo wir eben die korrespondierenden vom Wechselschalter zum Dimmschalter haben. Und hier nochmal der Dimmschalter selber. Den habe ich jetzt ein bisschen zusammengebaut, aber müsste eigentlich abzumachen sein, genau. Da haben wir eben hier unsere korrespondierenden zwei Pfeile und der Lampendraht, die Sinuskurve mit dem Pfeil. Und so müsste es eigentlich funktionieren. Machen wir das hier an der Montageplatte einmal. So, jetzt habe ich hier die Zuleitung drin. Hier kommt der Kreuzschalter rein und hier kommt der Dimmschalter rein. Hier ist eben der Lampendraht, den ich habe. Und dann haben wir hier die Zuleitung, die Phase, die wir uns auch rüberbrücken können über den braunen der 5-Wattrigen, damit wir hier Dauerphase haben und den entweder hier für eine Steckdose nutzen und weiterschleifen oder einfach weiterschleifen zu der Dose. Dann haben wir hier den braunen als Phase für eine untere Steckdose gegebenenfalls. Und Neutralleiter und Schutzleiter brückt man sich sowieso von jeder Dose zu jeder Dose, um so auch noch die Möglichkeit haben, weitere unterliegenden Schalter oder Schalterdosen oder Jalousieschalter mit dieser Zuleitung eben bespeisen zu können. Aber das soll nicht Thema sein. Machen wir hier erstmal ein bisschen einkürzen und abisolieren. Damit man generell einen besseren Überblick hat und so weiter. Also wir haben hier die Zuleitung, hier die 5-Wattrige, die hier hingeht und hier die 5-Wattrige, die hier hingeht. Hier ein Lampendraht, aber damit wir ein bisschen weniger Adern haben, würde ich sagen, wir verbinden erstmal die ganzen Schutzleiter einmal durch und die Neutralleiter in dem Fall auch, weil ich hier weder mit Steckdosen oder anderen Komponenten arbeite, die am Ende einen Neutralleiter benötigen werden. Außer natürlich, der Neutralleiter muss ja eh durchgeschliffen werden, damit die Lampe am Ende den Neutralleiter bekommt und so auch der Schutzleiter, ganz klar. Und dann können wir uns auch schon an den ersten Schalter machen. Das wird dann, wie gesagt, hier ein ganz normaler Wechselschalter, wo ich mit der braunen Phase auf L drauf gehe und L braun der 5-Wattrigen auch weiter brücke, auch wenn ich die am anderen Ende nicht benötige. Aber macht man einfach so, wohin sonst mit der braunen Phase. Und korrespondierend schwarz-grau sind hier einfach die korrespondierenden. Die kann man auch vertauschen, aber das wisst ihr wohl aus meinen anderen Videos schon. Bedeutet Zuleitung braun geht auf L
Dann wird L von der braun weitergebrückt zur nächsten Dose. Und dann mache ich einfach so, wie es gerade kommt. Hier schwarz drauf und hier grau drauf. Und schon ist der Schalter fertig. Ich lasse es erstmal so, damit man das nicht vergisst in der Form. Kann man immer noch sehen. Dann werde ich mir einmal den braun hier einfach durchverbinden. Wie gesagt, hier von der kommenden könnte man theoretisch auf eine Steckdose gehen und mit der gehenden eben auch auf die Steckdose, dann geht es eben weiter nach da. Oder andere Sachen machen mit dem, was man damit machen möchte. Ich brücke mir die braune jetzt einfach weiter zum letzten Schalter. Benötige ich hier sonst für den Kreuzschalter jetzt nicht. Und lege es mir einfach hier rein. Jetzt kommt der Kreuzschalter, da achten wir auf jeden Fall drauf. Wir haben, wenn wir uns den Kreuzschalter ansehen, hier kann man auch sich richtig rum hinmachen, damit es lesbar ist. Ich sage immer, kommend ist oben, gehend ist unten bei Buschjäger jetzt. Gibt natürlich auch Schalterhersteller, wo das seitlich und so weiter ist. Einfach mal durchmessen, wie sich das verhält mit den Schaltmechanismen und so weiter. Dann weiß man, welche Partei für welches rein und welches für raus geht. Jetzt ist bei mir das, was reingeht, hier auf der Seite, das ist kommend. Und gehend ist das. Man kann das theoretisch auch vertauschen. Ich könnte auch den kommenden unten drauf machen, den hier, und den gehenden oben drauf machen. Aber Fakt ist, man sollte nicht schwarz, schwarz, grau, grau machen, weil dann hat man da auf jeden Fall eine Schaltung, sich die verschaltet, sag ich mal. Bedeutet, mit der kommenden gehe ich einfach hier schwarz, grau. Kann auch grau, schwarz machen, ist hier jetzt auch egal. Aber ich mache es immer in der Reihenfolge. Und gehend zum nächsten Schalter mache ich auch schwarz-grau und dann ist die Sache auf jeden Fall gut. Und beim letzten habe ich ja jetzt hier noch meine Phase, die ich nicht benötige. Das ist jetzt die Phase von der 5-Fahrträgen. Da mache ich mir dann einfach eine Vago drauf. Kann auch jetzt in dem Fall beispielsweise einfach eine Klappvago sein. Einfach um die berührungsschutzmäßig zu isolieren, damit da nichts passiert mit der Phase, die ich mir bis zum Ende rübergebrückt habe. Leg mir die so auch nach hinten und jetzt habe ich hier ein Lampendraht von der 3-Adrigen und hier die korrespondierenden und beim Dimmschalter ist er jetzt komplett einfach. Da gehe ich einfach jetzt mit dem Lampendraht mit den Braun auf den Fall mit der Sinuskurve und Schwarz und Grau könnte ich auch vertauschen, aber ich mache jetzt Schwarz auf den ersten Pfeil und Grau auf den zweiten Pfeil und dann sollte das auch funktionieren. Und bei denen kann man sich tatsächlich auch die ein bisschen kürzer machen. Lampendraht. Grau, schwarz und dann kommt der hier rein auf den ganz rechten, der braune. Dann mache ich den grauen hier hin. Und den schwarzen ganz nach links. Und schon kann man quasi von der Sofa-Position, ich kann das ja nochmal eben so zeigen, müsst ihr euch jetzt so denken, wie das hier Lampendraht, grau, schwarz. Oder wenn man das so hält, von vorne schwarz, grau und dann der braune Lampendraht. Bei Buschjäger, bei anderen Herstellern kann das auch unterschiedlich sein mit der Belegung. Muss man sich halt dann so angucken und dann weiß man Bescheid. Fakt ist, jetzt ist so wie hier vom Sofa aus bei meinem Schwager, meiner Schwester, der Dimmschalter. Und dann haben wir hier zum Essbereich den Kreuzschalter und hier an der Tür vom Wohnzimmer den Wechselschalter. Ich werde es jetzt einmal kurz einbauen und dann einschalten. Und das Licht werde ich hier ausmachen und da ausmachen, damit wir das mit dem Dimmer besser sehen können auf der Kamera. So, dass das hier jetzt so unterschiedliche Rahmen sind, ist hier im Grunde egal. Die beiden sind auf der Stellung und der ist jetzt komplett ausgedreht, auch von der Dimmbarkeit her. Und jetzt werde ich einfach mal hier den Fehlerstromschutzschalter einmal einschalten. Ah, die Lampe ist schon angedimmt. Das Ding ist, hier müsste ich das ausschalten können, das geht auch. Und so wieder einschalten
hochdimmt, wie man sieht. Naja, müsste man noch am besten regeln. Auf jeden Fall funktioniert's. Ah, richtig hell. Nee, ist doch richtig eingestellt von der Dimmbarkeit. Ich dachte, man müsste hier eventuell an der Schraube ein bisschen drehen, damit es besser passt von den Lichtverhältnissen. Jetzt ist es wieder an. Hier kann ich ausschalten, einschalten. Das geht. Ausschalten. Hier auch einschalten. Funktioniert. Ich drehe mal ein bisschen heller. Und jetzt schalte ich hier einmal aus, dann hier ein, hier aus, hier ein. Und so haben wir quasi eine Kreuzschaltung realisiert, von wo aus wir überall ein- und ausschalten können. Alter, das funktioniert echt. So machen wir das auf jeden Fall. Ob das am Ende ein Taster oder so ein Drehrädchen wird von Dimmer bei meinem Schwager und meiner Schwester, weiß ich noch nicht. Aber gut zu wissen, dass das in der Form theoretisch und auch praktisch funktioniert. So, dann würde ich sagen, das war's an der Stelle mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.